Ein starker Körper und ein beweglicher Geist. Yogalehrer Lars Tabot stellt anschaulich 4 Übungen zur Stärkung und Kräftigung des Rückens vor. Die können Sie jederzeit auch zu Hause mitmachen, denn das Einzige, was Sie brauchen, ist eine Yogamatte. Hallo, mein Name ist Lars Tabot, ich bin Yogalehrer aus Kassel. Heute zeige ich euch ein paar Yoga-Übungen, wo wir den Rücken kräftigen und stärken können. Komm mal aus einem normalen Stehsitz in eine gebundene Haltung. Dabei bringe deine Fußsohlen zusammen, greife mit den Händen an deine Füße und langsam deine Knie nach außen wandern lassen. Achte bei dabei darauf, dass du nicht zu sehr mit deinen Knien zu Boden drückst, sondern lieber in der Länge im Ganzen die auseinanderziehst. Mach dich lang nach oben und halte einen leichten Druck mit deinen Füßen zueinander. Nun bist du in dem Vierfüßlerstand. Stell langsam deine Zehen auf. Bringe langsam deine Hände eine Handlänge mehr nach vorne. Jetzt winke deine Ellbogen an und bring das Kinn und das Brustbein nach vorne in den Boden. Achte dabei darauf, dass deine Ellbogen nach innen ziehen in Richtung Rücken. Dein Gesäß nach oben hebt. Du dich im Brustkorb weitest und deinen Bauchnabel zum Rücken ziehen. Von der leichten Mobilisierung des Rückens, der Wirbelsäule, kommen wir jetzt zur Stärkung des Rückens. Hierzu legen wir uns auf den Bauch, ganz lang, legen die Stirn ab und die Beine öffnen wir hüftbreit, legen deine Hände unter die Schultern und bringen jetzt deine Ellbogen und deine Schulterspitzen zueinander. Bringe Spannung hinein. Wichtig, halte die Spannung. Nun drück deinen kleinen Zeh hinten in die Matte. Mit deinem nächsten Einatmen mit dieser Spannung komplett im Körper, hält den Oberkörper hoch. Achte dabei darauf in der Cobra und in den Kräften des Rückens, dass du dich nach vorne denkst und dich nach oben hebst. Wenn du nach oben hebst, kommst du zur Kompression unter den Rücken. Kommen wir nun zur nächsten Kräftigung des Rückens. Dabei kommen wir in die klassische Yoga-Haltung Bogen. Winkel deine Knie an. Greif mit deinen Händen zu deinen Fußfesseln. Dabei bring deine Knie etwas mehr zusammen. Winkel deine Füße an. Und dann atme aus, zieh den Nabel zum Boden. In der Einatmung drück deine Füße in die Hände und komme dadurch nach oben hoch. Push die Füße in die Hände. Öffne deinen Brustkorb nach vorne. Bring die Schulterspitzen zusammen. Und drücke die Füße weiter in deine Hände. Sollte dir diese Variante zu schwer sein, greife einfach mit deinen Händen an deinen Fußrücken. Und das, was wir vorhin mit dem Fußgelenk getan haben, tu mit deinen Füßen und push den Fuß nach innen und heb dein Brustbein nach oben.